Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe ja vor kurzem so ein Paket gekriegt von Asetek. Und da waren ein paar Sachen drin. Und ich habe mir die Sachen jetzt über die letzten Tage mal ein bisschen angeguckt. Und ich möchte heute mit euch mal über dieses wundervolle Gerät sprechen. Das Forte Wheel von Asetek. Ich habe nun hier vor mir liegen ein voll ausgestattetes Asetek Forte Wheel. Ich muss dazu sagen, ich bin das 2022 schon mal gefahren auf der Sim Racing Expo und ich hatte so ein bisschen meine Bedenken, weil das doch damals noch nicht den qualitativen Standard hatte, wie es heute ist. Und heute kann man fast nichts Schlechtes über dieses Gerät sagen. Außer so Pingeligkeiten, die es bei mir halt immer gibt. Aber dazu kommen wir später. Was haben wir denn jetzt hier alles? Wir haben hier tonnenweise, wirklich tonnenweise Möglichkeiten, Knöpfe zu belegen. Und ich habe immer gedacht, Mensch, das brauchen wir doch eigentlich gar nicht. Und dann habe ich das Wheel letztens an die Wheelbase rangeballert und habe mich meines Lebens gefreut, dass hier so viele Knöpfe dran sind, die ich belegen kann und ich nicht auf eine Buttonbox zurückgreifen muss oder ich in irgendeiner Form komisch umgreifen muss. Das heißt, das war für mich schon mal eine sehr, sehr positive Eigenschaft an dem Lenkrad. Was ich persönlich auch sehr schön finde, ist, dass die Druckpunkte der Knöpfe, wenn wir jetzt hier mal kurz reinhören, was man sehr leise hört, einen sehr, sehr tollen Druckpunkt haben. Also sie sind nicht super leicht, sie sind nicht super schwer, sie haben eine schöne Position. Also man kommt, wenn man hier ganz normal reingreift in das Lenkrad, kommt man hier überall super dran. Und wir haben so viele Optionen. Man muss dazu jetzt sagen, das Wheel ist voll ausgestattet. Ne? Wir haben jetzt hier hinten auch nochmal die Klatschdranne und wir haben auch hier das hier nochmal zwei extra Knöpfe. Wofür man die genau benutzt, bin ich mir selber gar nicht so sicher. Ich habe da einfach meinen Blinker draufgelegt, weil ich das ziemlich passig fand. Die Druckpunkte auch hier hinten sind sehr, sehr schön. Also sie sind nicht zu schwer, sie sind nicht zu leicht und ich finde sie auch überhaupt nicht zu laut. Und das finde ich richtig geil, wenn wir mal hören. Ist super simpel, sind Magnet-Shifter, richtig geil. Des Weiteren befindet sich auf der Rückseite noch der Quick Release. Der ist auch wirklich mittlerweile sehr, sehr stramm geworden, dass man das hier nicht von der Base abziehen kann. Aber man kann es trotzdem sehr leicht runterziehen, was wir gleich sehen werden, wenn wir ins Rig gehen. Man muss dazu sagen, die Pedals hinten sind extra Pakete. Ne? Also die Clutch kommt nicht mit dazu und auch die extra zwei Knöpfe oben oder Shifter kommen nicht mit dazu. Die müsste man theoretisch extra kaufen. Bei mir ist es jetzt in dem Fall voll ausgestattet. Die waren super simpel zu installieren. Das kann man auch beim Unboxing sehen. Hier muss man einfach nur den Shifter nach vorne ziehen, eine Schraube reindrehen und das war's. Das heißt, wir haben insgesamt vier Schrauben für vier extra Shifter reingedreht. Mega geil. Was kann man noch zu dem Wheel sagen? Die Griffe kann man auch abbauen, wenn man das möchte. Ist auch ziemlich simpel gehalten. Also Asetek hat sich da wirklich, was ja Upgradebarkeit angeht, sehr viel Mühe gegeben. Also man könnte theoretisch die auch wechseln. Nach meinem Informationsstand soll da wohl auch irgendwann mal was geplant sein in die Richtung. Jetzt gerade bei dem Stand hast du halt diese Griffe, die du theoretisch auch abnehmen könntest und da selber was draus bauen kannst. Bei den Drehencodern muss ich sagen, ist auch sehr, sehr schönes Drehgefühl. Die haben einen sehr guten Widerstand, also ist jetzt nicht so, als wenn man da übelst dran drehen muss, aber man kann sie auch nicht zu leicht verdrehen, man muss schon ein bisschen Kraft aufwenden. Schade finde ich, dass man sie nicht drücken kann, das fällt hier leider in dem Moment raus. Dafür haben wir zwei Funky Switches noch, die sowohl in die Drehrichtung funktionieren, als hoch, runter, rechts, links und auch drücken. Und eine Sache, die mir jetzt persönlich aufgefallen ist, die Drehencoder. Die sind mir persönlich ein bisschen zu leicht, davon haben wir sechs Stück hier dran. Und mir ist es beim Fahren das ein oder andere Mal passiert, dass man mit dem Daumen hier rüber gerutscht ist und was verstellt hat. Das finde ich ein bisschen schade, die könnten vielleicht in der Zukunft, falls Asetek da nochmal was machen möchte, ein bisschen kräftiger sein, dass man doch ein kleines bisschen mehr Aufwand betreiben müsste, um das Lenkrad oder am Lenkrad was verstellen zu können. Wir haben hier oben noch zwei Switches dran, die nach rechts und links fungieren, benutze ich selber auch, habe ich für meine Dashboards, dass ich die Dashboards durchstellen kann, finde ich auch super schön. Alles in allem wirklich ein qualitativ sehr hochwertiges Lenkrad. Wir haben auch hier, wenn man mal guckt, also ich gebe mir jetzt gerade mal größte Mühe, wir haben ja auch überhaupt keinen Flex drin, ne? Das ist ja auch immer so ein Bedenken, was man hat.
am Ende, also wenn Leute Lenkräder kaufen, hier ist überhaupt kein Flex drin. Das ist super stabil. Und ich würde das jetzt gerne mit dir mal fahren gehen im Rig. So, da sind wir im Rig. Ich habe es auch schon dran an der Wheelbase. Das ist jetzt aktuell die Azitec in Victor Wheelbase. Die habe ich jetzt provisorisch erstmal hier rangebaut zum Testen, damit ich auch alles mal fahren kann, bevor wir den großen Umbau haben. Und wenn wir jetzt mal hier gucken, können wir super simpel das Lenkrad abnehmen. Also wir haben jetzt hier hinten den Knopf. Den drücken wir und dann können wir es einfach wieder drauf schieben. Dann lädt das Wheel durch, dann wird es erkannt und wir können loslegen. Und bevor wir jetzt in die Software reingehen, fahren wir erstmal eine Runde im Kreis und dann könnt ihr euch das Lenkrad mal in Action angucken. Was ich vorweg gleich sagen kann, ich habe meine Farben jetzt am Lenkrad schon angepasst, wie ihr sehen könnt. Die sind alle rot. Ich habe das jetzt so gemacht, dass wenn ich einen Knopf drücke, dass es weiß wird und ich sozusagen ein Feedback bekomme, dass ich diesen Knopf gedrückt habe. Das ist überall so, ne? Also selbst wenn ich jetzt hier oben rangehe, dann wird das hier unten weiß. Hier oben wird es dann auch weiß. Wenn ich es loslasse, dann ist es wieder rot. So, wir machen mal den Pitlimiter an. Und dann fahren wir mal raus hier und drehen mal eine Runde. Your exit is clear. Watch the white line. We need to get some heat into these brakes. Farblich ist alles von mir eingestellt worden. Das kam standardmäßig in Orange. Ich habe das jetzt mal alles in Rot reingemacht. Und Rot und Weiß, weil ich das persönlich immer sehr schön finde, auch gerade am Rig. Frag mich nicht warum, aber ich persönlich bin ein großer Fan davon. Es liegt in der Hand sehr, sehr gut. Also ich habe mir am Anfang hatte ich so ein bisschen Bedenken, weil der Griff unten offen war. Aber da muss ich ganz ehrlich zugeben, das stört mich überhaupt gar nicht. Und ich mag auch die Lichteffekte, dass das so schön beleuchtet ist. Das liegt immer so schön im Auge, finde ich. Also so, wie soll ich sagen, im passiven Auge, weil man guckt ja nicht direkt hin. Die Griffe sind sehr, sehr griffig. Also ist jetzt nicht so, dass einem da was aus der Hand rutscht. Die sind leicht angeraut. Sie liegen sehr gut in der Hand. Also selbst mit großen Pfoten, die ich ja habe, kommt man da sehr gut zurecht und auch sehr gut rein. Die könnten ein bisschen dicker sein. Das ist das kleine Manko, was ich persönlich anmerken würde an der Stelle. Aber ist jetzt nicht so, als wenn das ein Gamebreaker ist oder ein Dealbreaker ist. So, dann fahren wir gleich mal noch eine Runde. Boah, das Post-Feedback ist so schön von der Entwickler. Mal so als kleiner Zwischeneinwurf. Also, wenn ihr das hier jetzt mal gerade in der Kamera seht, haben wir die ganzen Pedale noch dran, die extra Pedals. Also, wo ich jetzt meinen Blinker draufgelegt habe. Und die Kupplung. Ja. Also von der Robustigkeit, wenn man das jetzt mal so sagen kann, also von der Haltbarkeit her, fühlt sich das wirklich sehr, sehr stabil an. Also man hat nicht das Gefühl, dass man irgendwie einen Plastikbomber in der Hand hat. Man hat wirklich ein sehr, sehr wertiges Lenkrad in der Hand. Man kann mit, also ich fahre schon mit sportlich Force Feedback gerade. Ich bin gerade mit 15 Newtonmeter unterwegs. Das macht schon wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Also man hat nicht das Gefühl, dass ich hier irgendwas biege oder dass hier irgendwo Spiel drin ist, sondern das liegt wirklich sehr, sehr eng an der Wheelbase an. Ui, es liegt sehr, sehr eng an der Wheelbase an und man hat nicht das Gefühl, dass ich irgendwas bewege, was ich nicht bewegen sollte. Das war der Fahreinsatz vom Azitec Forte Wheel. Schauen wir uns mal die Software an und was die Software alles so mit sich bringt. Hier in der Software von Azitec. Man kann jetzt sehen, ich habe meine Pedale dran, ich habe die Wheelbase dran, dazu gibt es auch im Laufe der Zeit nochmal eine Review und ich habe das Wheel dran. Wir sehen jetzt hier auf den ersten Blick, was wir alles einstellen können. Wir können die Knöpfe konfigurieren, die Farben. Wir können oben die Leiste konfigurieren, wo die Umdrehungen dir gezeigt werden, wann du schalten musst. Ich musste gerade selber das Wort suchen. Und wir können auch die Flaglights konfigurieren, die dir wiedergeben, was auf der Strecke passiert. Und wenn wir jetzt einfach mal hier reingehen, wir können jetzt hier mal einfach die Knöpfe belegen oder einfach nur anklicken.
Und dann können wir hier die Unpressed Color machen oder die Pressed Color. Das heißt, die Farbe, die ungedrückt ist, so wie jetzt gerade ist rot, da machen wir jetzt einfach mal weiß. Und dann kannst du hier sofort sehen, alle auf der linken Seite, auch in der Software, sind jetzt weiß geworden. Ich mache sie jetzt mal wieder auf rot. Und dann kannst du bei der gedrückten Farbe, können wir jetzt einfach mal, ich sag mal, Purple machen. Und dann drücken wir hier und dann siehst du, dass es Purple wird. Und so kannst du dir alle deine Knöpfe, die hier auf dem Wheel dran sind, kannst du dir belegen. Du hast noch den Legacy Input Mode, den du einstellen kannst auf dieser Seite. Der hat bei mir leider dazu geführt, dass der in manchen Spielen das Lenkrad nicht mehr erkannt hat und funktioniert hat. Dieser Modus soll aber dazu sein, dass in Spielen, die so ein bisschen Schwierigkeiten haben, eine große Menge an Knöpfen zu erkennen oder zu belegen, kannst du den Legacy-Mode anmachen und dann kannst du mehr Knöpfe benutzen und belegen. Also da gibt es wohl ein paar Probleme und dafür ist dieser Modus da. Wird dir aber auch alles schön erklärt, wenn du jetzt drauf drückst. Wird dir das schön schriftlich aufgeführt, was dort passiert oder was dort nicht passiert. Ich mache das jetzt mal aus. Wie gesagt, ich hatte damit Probleme. Dann funktioniert der ACC bei mir nicht, also als ich es angemacht habe. Und deswegen lassen wir das jetzt einfach mal aus. Du kannst hier noch die Shift Lights kannst du auch noch konfigurieren. Hier kannst du wirklich alles machen, was du möchtest. Du kannst hier, je nachdem wie dein Auto funktioniert, kannst du es einstellen. Du kannst auch hier wieder alle einzeln anklicken. Du kannst da Farben reinmachen, wie du willst und das nach deinen Bedürfnissen einstellen. Du kannst jetzt hier auch das ein bisschen heller und dunkler machen. Du kannst hier auch einstellen, ob die Lichter reingehen in die Mitte, ob sie aus der Mitte rausgehen oder ob sie von links nach rechts einfach laufen. Also du kannst hier schon eine Menge einstellen. Du kannst hier auch deine Kurven dann, wie gesagt, einstellen. Wenn du es dann anmachst, kannst du hier alles verschieben, so wie du möchtest. Ich hoffe natürlich nicht. Schade. Gut, wir machen das jetzt einfach mal so. Und dann machen wir das wieder aus, weil ich wieder ein richtiger Fünfhead bin. Ich habe es natürlich auch nirgendwo gespeichert. Und dann kannst du hier auch die Flaglights noch einstellen. Das sind dann diese 6 LEDs, die hier an der Seite drin sind, die dir dann das Feedback geben für die LEDs. Ich persönlich würde es total schön finden, wenn Asetek sich eventuell für SimHub noch ein bisschen öffnet, dass man das Ganze hier über SimHub steuern kann. Weil SimHub haben die meisten Leute schon drauf und du musst leider Gottes, damit das hier alles funktioniert, also die Reflights funktionieren und die Flaggen, musst du immer diese Software im Hintergrund laufen lassen haben. Und das finde ich persönlich ein bisschen schade. Und ich würde mich sehr freuen, wenn man das einfach nicht starten müsste. Weil die Wheelbase beispielsweise kannst du auch ohne die Software fahren, wenn du jetzt nicht unbedingt ein Profil ändern möchtest. Und hier geht das leider nicht. Das heißt, wenn wir das uns jetzt kurz mal angucken, ich mache jetzt mal die Software aus. Die ist jetzt zu. Und dann starten wir wieder ACC. Und dann starten wir mal das Auto und dann können wir sehen, dass die Knöpfe alle funktionieren, ja. Aber man sieht, dass die Reflights leider nicht an sind. Also hier kommt jetzt ohne die Software leider kein Feedback. Ich nehme an, dass die Software über die Schnittstelle der Spiele das ausliest, damit du das dann benutzen kannst. Ne? Wenn wir jetzt hier mal raustappen und wir machen Race Hub wieder an. Das lädt jetzt hier durch und dann ist es wieder an und dann sieht man sofort, dass hier oben die Reflights wieder angehen. Wir fahren jetzt mal kurz raus. Oh, ich habe den Blinker angemacht, nicht geschaltet. So, wir machen das mal aus. Und dann kann man sehen, dass das wieder funktioniert. So, und ohne die Software würde das leider nicht gehen. Und das finde ich persönlich etwas schade, dass man die Software notgedrungen dafür anmachen muss. Was aber im Grunde genommen ganz klar ist, weil es muss ja irgendwo die Daten her auslesen, damit das hier funktionieren kann. Aber nichtsdestotrotz kann man das komplett customizen, unkonfigurieren, wie du da Bock drauf hast. Also die ganzen Effekte, Lichter etc. pp. Und das kannst du in der Software machen, wie du gerade gesehen hast. Und jetzt kommen wir mal kurz zum Fazit. Ey, kannst du mal nicht das Wheel anknabbern? Ja, ich dich auch, aber darf ich die Review beenden? Süßi? Kommen wir mal zum Fazit. Was kann man jetzt dazu sagen? Das Wichtigste haben wir natürlich seit Anfang an vergessen
Und ich denke auch, einige Menschen da draußen werden sehnsüchtig warten. Was kostet das Ding eigentlich? 650 Euro aufgerundet, 649,99. Direkt aus Schweden, also bei Asitec selber bestellt. Was kann man jetzt dazu sagen zu dem Wheel? Es hat mich komplett abgeholt. Ich habe auf der Simracing Expo letzten Jahres, 2022, habe ich es ausprobiert. Da war ich noch nicht so davon überzeugt. Ich habe es jetzt hier wirklich ausgepackt. Es war von der Unboxing Experience her ganz, ganz toll. Es war schön verpackt. Das ist für mich beispielsweise immer sehr wichtig, dass Dinge nicht einfach so in den Karton geschmissen werden und du sie kriegst. Und dass sie auch einen schönen Geruch haben. Und das hat das Wheel für mich beim Auspacken schon alle Boxen angekreuzt und hat mich abgeholt. Die Knöpfe, sehr, sehr schön. Das Feedback von den Shiftern, super geil. Das ist so ein Wheel, wo ich sage, ja, das würde ich jeden Tag fahren. Aber, und jetzt kommt das kleine bis mittelschwere Aber und darauf möchte ich euch aufmerksam machen. Das Wheel ist vom Durchmesser her nicht sehr groß. Das heißt, wenn du eventuell große Hände hast und ein breites Kreuz hast, könnte das bei dir dazu führen, dass das unangenehm ist beim Fahren. Das solltest du vorher mal ausprobieren. Also falls du da draußen nicht so viel Kontakt mit Simracing hattest bis dato oder noch nicht so viele Lenkräder in der Hand hattest, würde ich dir einen netten Hinweis geben. Versuch mal, vielleicht dieses Jahr auf der Simracing Expo oder vielleicht in einem Geschäft, was du in der Nähe hast, wo du mal vorbeigucken kannst, dir ein paar Wheels in die Hand zu nehmen und für dich den optimalen Durchmesser zu finden. Weil für mich beispielsweise ist alles unter 30 etwas eng und verursacht bei mir das Problem, dass hier innen drinne beim Fahren die Brust die ganze Zeit angespannt ist und das nicht wirklich viel, das nicht sehr viel mit Entspannung zu tun hat und dass man ganz locker fahren kann. Das ist aber absolut, und das möchte ich immer nochmal betonen, persönliche Präferenz. Ich möchte nichtsdestotrotz darauf hinweisen, dass es zu diesen Problemen in Anführungsstrichen kommen könnte. Des Weiteren, dadurch, dass es natürlich, wenn du ein bisschen größere Hände hast, muss ich kurz über meine Katze drüber, kann das auch sein, dass du Probleme mit den Shiftern kriegst. Bei mir sind die Shifter jetzt so schon eingestellt, also man kann sie nicht wirklich noch viel weiter reinschieben. Und ich habe manchmal das Problem, dass ich mir hier gegen die Finger gegenhaue oder nicht weiß, welche Finger ich gerade zum Shiften nehmen soll. Weil wenn wir jetzt mal ganz normal das in die Hand nehmen, kannst du ja sehen, gehen meine Finger fast oben drüber. Was natürlich nicht jeder macht, ne? Also man schaltet ja in der Regel so, aber das gab es bei mir durch die großen Hände ein, zwei Probleme. Was dieses Wheel definitiv nicht schlechter macht, nochmal, ich möchte einfach nur darauf hinweisen, dass du das mal gehört hast, falls du nicht die Möglichkeit hast, das in die Hand zu nehmen. Die Griffe sind super, auch für große Hände finde ich die Griffe sehr schön. Sie liegen wirklich tatsächlich sehr gut in der Hand. Ich hatte so ein bisschen Bedenken, weil ich habe ja solche, ja, wie soll ich das sagen, Abflussrohre als Griffe bei mir jetzt am Standardlenkrad. Und das liegt wirklich ganz, ganz toll in der Hand. Du kannst damit wirklich mehrere Stunden fahren, ohne dass dir die Hände einschlafen. Du hast doch nicht das Gefühl, dass hier irgendwie das ein bisschen ja, rutschig ist oder irgendwie nicht wirklich hält, weil das Gummi ist so leicht angeraut, was hier dran ist. Und das liegt prima in der Hand. Du kannst da auch ordentlich reinschwitzen, kannst das einfach abwischen und dann passt das, falls du nicht mit Handschuhe fährst. Schönes Wheel. Asitec, ich möchte an der Stelle wirklich mal mein Lob aussprechen, dass ihr von letztes Jahr, als ich es in der Hand hatte, bis dieses Jahr in 2023 es noch hingekriegt habe, das Ding noch besser zu machen und es qualitativ so hochwertig zu machen, dass man nichts sagen kann, was daran schlecht ist. Und ich habe bis auf meine persönlichen Präferenzen nichts Schlechtes über dieses Wheel zu sagen. Es ist kein perfektes Produkt, weil perfekte Produkte gibt es nicht und es ist immer Luft nach oben, wie zum Beispiel das mit SimHub, worauf ich hingewiesen habe. Aber overall, sage ich mal, wenn ich eine Benotung geben müsste, würde ich hier eine 9 von 10 würde ich reinhauen. Und falls du im Asitec-Kosmos unterwegs bist, weil es wird sonst ein bisschen schwierig, das zu adaptieren, kannst du das Wheel ohne Bedenken mitkaufen und für dich zum Fahren nehmen. Und damit möchte ich mich bedanken, dass du dir das Video angesehen hast. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Falls dir etwas fehlt oder du noch irgendwas wissen möchtest, schreib das gerne in die Kommentare. Und dann wünsche ich dir einen unglaublich schönen Tag. Du drückst das Däumchen und abonnierst den Kanal. Und dann sehen wir uns vielleicht bei mir irgendwann im Twitch-Stream beim Fahren. Oder wir lesen uns im nächsten Video in den Kommentaren. Bis dann. Tschüss.